sind ein paar Russen reingekommen und wir geschrien haben und sind erschrocken. Wir haben da alle einen Schrei ausgestoßen am Flüchtling. Und der ist hergekommen und ich habe gesagt, dass da ein Baby geboren ist. Der hat es nur mehr bei den Füßen genommen. Das war, kann da sagen, dass ich heute noch träume davon. Und hat so mit so einem Schwung an die Wand gerade das Kind. Der Kopf ist noch abgefallen, das Hirn ist rausgekommen, das Blut ist rausgekommen. Es war ein Grauen auf der Hand. Ich kann das, sowas vergessen, das Vergessen, das erlebt habe.